Ja, da sind wir wieder. Willkommen zu einem neuen Video. Mein Mikrofon ist ein bisschen hier in der Nähe. Ich habe es so eingestellt, dass es mich nicht stört beim Zocken. Ich weiß noch, ob es die perfekte Umgebung einfängt, das weiß ich nicht. Also wichtig ist, ein Tuch, das ist ein Abtrocknen-Tuch für das Smartphone, nicht sondern für Teller eigentlich, aber das reicht für das Smartphone aus. Warum? Denn kabam halt eben, ne? So, also wir zocken auf Hardcore, das bedeutet auf Risiko. Wir werden jetzt nicht schauen, wie viele Kills wir machen, wie viele Kills wir nicht machen. Wir zocken einfach den AK so gut wie wir können. AK generell ist Gold 2. Wir zocken erstmal darum, dass wir Gold 2 safe sind. Das heißt im Klartext, Gold 2 muss halt einfach safe werden. Gold 2 muss halt einfach safe werden und dann sehen wir weiter. So, also das Allerwichtigste ist, ich habe das mal schon gesagt, die Ladezeiten sind bei KBM normal fürchterlich ganz schlecht. Das heißt, es macht keinen Sinn, sich jetzt da zu stressen. Bevor wir reingehen, müssen wir schauen natürlich, welchen Weg wir haben. Aber zuvor muss ich natürlich was tun. Ich muss ein bisschen meine Nebula aufwerten. So, zack. Weil die ist wichtig. Und ich werde sie auch sowieso nicht mitnehmen. Ich muss erstmal schauen, welchen Weg ich gehen kann. Und ja. So, dann haben wir AK, die neue AK-Fläche, die kommt noch. Ich meine, die AM-neue Fläche, die kommt noch. Also von daher ist es ohne Bedeutung. Genau, was haben wir hier? Da haben wir die Nebula. Ah, okay. Dann machen wir einfach Trick 17. Wir verkaufen die Dinger, die ich nicht brauche. Also alle ISOs, die... So, alles was wir halt brauchen und alles was wir nicht brauchen, hauen wir raus. Ich brauche diese ISOs nicht. Ich spiele keine Arenen mehr oder das nicht. Also ich fällt einfach ganz einfach so mein Gold. Ne? Schauen wir das Ganze an. Markiere das und verkaufe ihn fertig. Wenn ich einen Champion rauf, bei mir ist es so, wenn ich einen Champion rauf level, dann achte ich da gar nicht mehr drauf. Ne? Auf die anderen Champions, sondern ich konzentriere mich nur auf einen Champion, den ich raufleveln möchte. Und fertig. Und ich merke, okay, ich habe hier keine ISO. Dann schaue ich, ob ich verkaufen kann. Irgendwelche Dinger. Aber das bringt mir jetzt auch nicht weiter. Ja, da muss ich halt wieder warten. Eine Bude beim nächsten Mal rauf tun. Ja. Dachte ich mir schon. Können wir nicht machen, auch egal. Da müssen wir ohne rauf tun leben. Dann beim nächsten Mal. Wir Gold. Was kriegen wir hier? Nee.
Egal, Tom. Dann machen wir es einfach. So, wir haben unsere Wege. Ich schaue immer nach, welchen Weg. Ich bin in der Kampfeinheit 3. Und dann gehe ich auf Notizen. Und habe hier mit... Oh, ich habe Weg 5 in meinem Main-Account. Oh Mann. So, ich muss die Heizung komplett runterstellen und hier kalt machen, denn das ist halt wirklich so, dass das Spiel das spielt nur sich gut, wenn es richtig Minusgrad sind bei mir. Weil Kabam hat es mit der neuen Engine programmiert, mit der Unity Engine und C-Sharp. Ich glaube C-Sharp was C++. Und die haben das so schlecht programmiert, also dass man da halt eben, wenn Minusgrad sind, ist das Display nicht mehr warm, obwohl da eine Kühlung ist, und dann funktioniert das einfach. So, also wir haben Weg 5. Ja, genau, also Weg 5. Das ist ein schwieriger Weg, weil da müssen wir mal schauen, was wir machen können. So. So, generell kriegt man immer auch Zusehen. Mit Zusehen, da kann man sehen, was für Gegner man hat. Und ja, ich dachte es mir schon. War ja klar. Wir spielen gegen eine chinesische Allianz, eine sehr gute sogar. Also ein wirklich Top-Zocker. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ich da überhaupt ohne Kills komme, ist null. Ich werde hier sehr oft sterben. Also nicht wundern, dass ich 1000 Mal verhecke. So, Weg 5. Ich habe keine Fackel. Ich habe wirklich die Fackel nicht. Das ist das Problem. Mit der Fackel wäre es ein bisschen einfacher, aber scheiß drauf. Damit müssen wir jetzt auch leben. Also, was können wir machen, wenn man keine Fackel hat? Gar nichts. Dann müssen wir schauen, ob wir tauschen können. Das ist so ein Scheiß einfach. Ja. Muss ich ganz andere Champions nehmen. Tja, da können wir hier wählen, aber hier gibt es nicht viel. Ja, okay, meine Champions sind nicht dafür geeignet, scheiß drauf. Also ich werde mich nicht ewig immer mit etwas befassen. Entweder es klappt oder es klappt nicht. Also Weg 8 ist so eine Sache. Was sehen wir, das sind inaktiv. War auch egal. Also Weg 8 ist so eine Sache, weil... Müsst ihr aufpassen, weil die KI hat sich jetzt geändert. Was kann die KI mittlerweile? Die KI kann intercepten, die kann parieren, die kann ausweichen, die kann eine ganze Menge. Die kann eure Schläge abfangen, was früher nie so war. Die kann eure Steuerung deaktivieren, die kann die Exploit nutzen, die kann eine ganze Menge. Da müsst ihr wirklich wirklich aufpassen beim Kämpfen. Also ein bisschen so hier. Hier ist ein bisschen so nach. Ja, in diesem Modus da. Also. Wie soll ich sagen? Ja, die Zeiten sind halt ewig. Aber was soll's. Ja, Dr. Doom ist sehr gut gegen Silver Server. Wobei, Silver Server ist nicht immun gegen Torkel, ne?
weil er nicht irgendwo gegen Torkeln ist, könnt ihr ihn torkeln und so könnt ihr halt eben schauen. Oder müsst ihr wirklich aufpassen, weil der ist gar nicht so dumm. Ein Fehler und ihr seid weg, ne? Ganz klar. Aber ich würde euch empfehlen, immer so viel torkeln wie möglich. Wenn ihr es könnt, dann torkelt bitte. Wenn ihr es nicht könnt, dann interceptet oder blockt, je nachdem, was ihr machen könnt. Versucht die... Ach verdammt, das hat jetzt ausgesehen zurückgegangen, das war nicht ich. Das war jetzt diese Exploit, die KI nutzt das und konnte jetzt mal auch mein Touchscreen wieder mal deaktivieren. Aber ja, ist wie es ist, man kann es trotzdem hinkriegen. Es laggt auch sehr, also dass es laggt ist bekannt. Der Richmond weiß das und die anderen, aber ich werde es nicht mehr weiterhin darauf eingehen, weil es einfach keinen Sinn macht. Ja. So, jetzt haben wir hier eine Kitty Bright. Die Kitty Bright können wir nicht machen, die ist zu gefährlich. Da haben wir extra jemanden, der die macht. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir haben fixe Wege. Das heißt, ihr seht hier nach. Aha. Also Jens Begel bzw. Jonas ist dann für Weg 9 zuständig. Da kann ich den Weg nicht machen. Ja, weil das ist ganz wichtig. Ihr müsst, wenn ihr keine Champions habt, gerade mal, theoretisch könnte man die Kitty Bright machen, aber ich mit meinem Smartphone nicht. Ich habe zu altes Gerät, zu viel Bugs, Crux, Mac, Shaky Bakey. Von daher lasse ich das jemand anders machen, der das dann dementsprechend hinkriegt. Ich habe hier noch Weg 7 mit meinem kleinen Account. Da können wir das angehen vielleicht. Aber hier ist für mich Schluss mit meinem Main-Account. Ist einfach zu gefährlich. Ist ganz wichtig, wenn ihr keinen Champion habt, der immun ist gegen Einäscherung, don't do it. Macht den Scheiß nicht. Das habe ich früher gemacht, wo ich noch unerfahren war, noch vor, ich glaube, ein, zwei Jahren. Ist es nicht mal her. Nee, mehr wie zwei Jahre eigentlich. Rede ich da. 4, 5, 6 Jahre so. Da habe ich ab und zu mal immer, weil ich ungeduldig war, diesen Fehler gemacht. Zwar hatte ich die Erfahrung, aber ich hatte total Ungeduld und mach das nicht. Keine Ungeduld. Don't do it. Okay? Ab hier ist Schluss. Lasst jemand anders ran. Oder wenn ihr den gleichen Weg nochmal gehen könnt, dann geht mit einem anderen Champion. Weil Kitty Bright ist verdammt fies. So. Dann holen wir uns aus. Und loggen uns ein. Aus Datenschutzgründen kann ich meine Account-Details nicht zeigen, ist ja klar. Google hat mich mal gewarnt gehabt. Das war ganz witzig. Die haben gesagt, don't do it. Google ist da schon in Ordnung, die sagen ja, aber wir können ihnen nicht garantieren, dass wenn sie ihre Zugangsdaten zeigen oder sich einloggen oder gewisse Details, dass sie dann nicht gehackt werden oder so. Ne? Wobei ich sage immer, naja, Google ist sicher genug, da passiert schon nichts. Ne? So. Also hier haben wir, genau, perfekt. Da kann ich das auch machen. Da habe ich den roten Hulk. Da habe ich den... da habe ich den... kosmischen Ghost Rider. Und jetzt muss ich mal schauen. Genau, da habe ich meinen... Ja, da muss ich mitnehmen, weil... Es ist wichtig, ihr müsst schauen, welche Bosse noch so oben sind. Und wenn ihr seht, okay, ein Goa, dann ist vorbei, dann müsst ihr den der Hood mitnehmen. Weil der Hood ist einer der wenigen mit Black Widow und so weiter, die Bosse legen können. Also diese schlimmen Bosse. So, jetzt haben wir Angriffstaktik. Dann gehen wir unsere Angriffstaktik. Genau.
Und da seht ihr schon, da habe ich das, was ich brauche. Und dann gehen wir rein ins Game. Haben den Weg 7 zu laufen. Und der ist gar nicht so einfach. Ein bisschen unbequem Stuhl, aber egal. Ja, Bari Panther ist ja stark, also muss man aufpassen. Die ist gar nicht so easy peasy. So. Also das allererste ist, ihr dürft bei der Bari Panther diesen Fehler nicht machen, dass ihr einfach so beim ersten besten dass ihr da müsst ihr aufpassen, ne? Weil die ist gefährlich. So. Ja, und dann einfach eine SK1 raushauen und weg ist sie. Die ist normalerweise gefährlicher, aber wir hatten jetzt einfach Glück, dass die KI nicht reagiert. Die KI ist momentan ein bisschen langsam, aber auch sehr gefährlich. Weil die Gegner, die sind gut, die wir haben. Die Chinesen sind 78 Mil Allianz. Das ist eine sehr starke und sehr mächtige Allianz. Unterschätzt niemals China. Ich kenne ja chinesische Spieler und sind die gefährlichsten. Es gibt keinen, der so gefährlich ist wie ein chinesischer Spieler. Und weil die so gefährlich sind, müssen wir jetzt einen Trick 17 anwenden, aber wir hatten nicht einmal das, können wir uns leisten, weil wir haben leider vergessen. Wir haben hier gar keine Punkte mehr. Das heißt, wir müssen jetzt auf Glück hoffen. Auf Glück. Wirklich auf viel Glück. So. Funktioniert die Steuerung wieder mal nicht. War ja klar. So, ganz wichtig, wenn ihr in den Abwehrmodus geht, dann seid ihr im Giftmodus. Wenn dieser. So, wir haben nicht viel Zeit, weil wenn sie das macht, unsichtbaren Modus, dann. Und eigentlich sogar blocken durfte ich nicht machen, aber ich bin da vorsichtig, weil die Touchscreen-Steuerung bei mir sowas von schlecht ist, dass ich da aufpassen muss. Ne? Ab hier ist ganz wichtig, ab hier ist Schluss. Ab hier können wir auch nicht mehr weitermachen. Das liegt einfach daran, wir haben leider keinen Champion. Hulk ist nicht dafür geeignet. Mit der Hood funktioniert es nicht mehr. Denn auf diesem Knotenpunkt haben wir leider Einäscherung. Und da sind wir schneller tot, als wir lieb haben wollen. Klar, es gibt Spieler, die es schaffen, irgendwie mit M-Boy mal zurechtzukommen. Die intercepten nur. Ich bin kein Interceptor. Ich mache den Quatsch nicht. Ich lasse Interceptor ran. Und Interceptor haben wir bei uns zwei und die machen ihn fertig, den M-Wolf mal und den Nick Fury sowieso. Von daher, ich mache mir da keine Gedanken. Ne? Unseren Weg haben wir gemeistert, haben ihn sauber gelaufen. Da hatten wir Glück auch, dass die Steuerung dementsprechend jetzt nicht abverreckt ist. So, da hatten wir Glück, dass die Steuerung nicht abverreckt ist, aber. Ich muss mal schauen, mein Stuhl ist ein bisschen. Ja. Aber geschafft ist geschafft. Und das war's auch schon. Der Allianzkrieg auf jeden Fall wird schwierig. Das sind Gold 2 Gegner. Alle Gegner, die wir bis jetzt erhalten, sind immer 78 Mille. Daher noch einmal ein Aufruf. Ich suche momentan Spieler. Insgesamt suche ich 4 Spieler, das heißt, Ende der Session werden uns Spieler verlassen, weil sie aufhören mit dem Game, weil für einige ist das Spiel einfach langweilig geworden und deswegen suchen wir 4. Ich muss meine 2 Multi-Accounts loswerden, das sowieso, aber erstmal suchen wir auch Ersatz. Wir suchen Spielerinnen auch, also wir haben einige Spielerinnen bei uns, aber es ist immer noch kein Leben in den Chat. Es
Wir suchen da sehr kommunikative Spielerinnen, wenn dann schon Frauen, die sehr viel reden und ein bisschen Pep in die Bude bringen. Menschen, die politisch drauf sind, sehr neutral, weder für das eine linke noch dafür das rechte Thema. Am besten, die alles in einem in sich tragen. Ne? Vampir, halb Vampirin, halb Werwolf, halb halb, super dich. Ne? Also wir am allerbesten, da hat man nie Probleme. So. Ja. Von meiner Seite war's das. Wir müssen erstmal schauen, dass wir Gold 2 safe halten. Wir haben noch 8 Kämpfe. Das heißt im Klartext heißt das, dass wir 8 Kämpfe haben und die meistern müssen. Wir suchen aber jetzt schon Leute, Spielerinnen und Spieler, weil ab über 2 Mille natürlich, weil wir müssen einige kleine Spieler sitzen. Die kommen da einfach nicht mit. Und Gold 1 ist Ziel. Oder Gold 2 ist zu bleiben. Also auf jeden Fall Gold 2 ist das Safe-Ziel und Gold 1 ist das höhere Ziel. Und das können wir nicht schaffen mit kleinen, weil die Stufe, wir brauchen mindestens Stufe 6 oder Stufe 5 am besten. So, ansonsten, genau, in der Session on spielen wir Map 5, also 5 und 4. Und in der Session, beziehungsweise nee, 5-5-2, wegen den kleinen 5-5-2. Und in der Session off spielen wir 6-6-5. So. Dann noch kleine Details noch. Der Code, den, falls ihr den Code nicht wisst, der Code für den Dressur lautet 3174. Der Code für die nächste Zone gibt es erst nächste Woche. Ansonsten, wenn dir das Video gefallen hat, like das Video, abonniere es und empfehle mich weiter. That's it. Ja, und das würde man sagen, bis zum nächsten Mal.